Ja, das Problem war, dass die Autofahrer komplett überfordert sind. Ja, die wissen nicht, wie sie eine Rettungsgasse bilden müssen. Ja, es musste ein Kamerad von uns vorne weggehen und musste die Leute praktisch einweisen, über 2 Kilometer Länge circa, dass wir durchkommen. Und wir sind teilweise mit eingeklappten Spiegeln gefahren. Jetzt habe ich mir das Video auch angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die auf der linken Spur, die konnten nicht weiter links, weil da ist eine Leitplanke und rechts war dann irgendwann Schwertransport im Weg, ne? Das ist richtig. Das Problem ist, eine Rettungsgasse auf einer dreispurigen Autobahn zu bilden, ist eigentlich ganz einfach. Die auf der linken Spur sind so weit wie möglich an der Leitplanke. Das haben sie gemacht. Cool. Ja, die rechte Spur und die mittlere Spur. Die rechte Spur komplett rüber auf dem Standstreifen, ja. Und die mittlere Spur dann praktisch in der rechte Spur, sodass die Rettungsgasse zwischen der linken und der mittleren Spur erstellt wird. Wo war das genau? Das war der A14 zwischen Halle Ost und Peißen. Genau. Da ist auch keine Baustelle, da ist nichts. Also ist normalerweise, wenn man sich dran hält, dürfte es kein Problem geben. So, wie lange habt ihr zum Einsatz gebraucht? Circa 25 Minuten. Wie lange hättet ihr gebraucht, wenn alles geklappt hätte? 12 Minuten maximal. Weil wir sitzen ja direkt an der Autobahn hier. Also ich sag mal 12 Minuten maximal. Gut. Wir gucken uns jetzt das Video an. Das ist also ein Lehrstück, wie man es nicht macht. Und wir wünschen euch, dass es in Zukunft klappt. Wir hoffen das. Vielleicht hilft es ja was.